Ja, herzlich willkommen Leute, ich darf euch mal wieder begrüßen zu einem kleinen Commentary auf meinem Kanal und vorab was zu meinem Kanal. Viele Leute fragen bestimmt jetzt auch gleich in den Kommentaren, dass was mit meinem Account los ist. Dazu kann ich noch nicht viel sagen. Auf jeden Fall haben die mir geschrieben, dass ich mich noch ein bisschen gedulden soll, aber das ist nicht so schlimm, wie gesagt. Auf jeden Fall habe ich den vergessen zu sagen, dass ich einen Anbieterwechsel hatte und das habe ich jetzt halt so geklärt und ich glaube, die überprüfen das gerade. Wie gesagt, die Daten habe ich denen alles gegeben, nur die haben ja auch viel zu tun, also das kann ich verstehen und das ist jetzt nicht so das Ding, dass ich jetzt ein, zwei Wochen warten muss, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich wollte heute mal zu was anderem mal heute kommen. Ein, zwei Leute haben mich mal angeschrieben auf YouTube und gesagt, Donne, du machst relativ gute Videos, warum machst du nicht mehr Videos? Also, das ist ja immer schön und gut, also, ich sehe es da so ein bisschen, also, wie soll ich das am besten ausdrücken oder sagen? Ich lege immer so ein bisschen viel Wert darauf, was ich so sage, also, wie die Qualität ist, ob ich dann einfach so ein Let's Play mache, was eigentlich sinnlos ist, um einfach nur ein Video zu machen. Oder ob ich so ein Commentary mache oder eine Analyse von einer Map und oder sogar ein Gameplay, was alles vielleicht ein bisschen länger braucht und so. Und da möchte ich jetzt nicht unbedingt immer jeden Tag irgendwie ein Video hinklatschen, was irgendwie halbherzig gemacht wurde, sag ich jetzt mal. Und von der Zeit her könnte ich das sogar machen und ich versuche jetzt mal vielleicht mehrere Let's Plays in den folgenden Tagen, Wochen, wie auch immer, mal hochzuladen. Und da warte ich erstmal ab, wie sie überhaupt ankommen. Das erste habe ich ja jetzt vor kurzem hochgeladen. Aber von der Zeit her mäßig, also von der Schule und so, das ist überhaupt kein Problem. Das schaffe ich auf jeden Fall. Könnte ich schaffen, besser gesagt. Nur, ob es sein muss, weil es gibt ja eine Qualität und eine Quantität. Also, wenn die Qualität darunter leidet, das will ich dann nicht unbedingt machen. Und ich habe mir jetzt auch mal eine Serie ausgedacht mit dem Alpha Squad Leader, das habe ich ja schon gesagt. Ich versuche das jetzt mal am Wochenende, die erste Folge mit ihm hinzubekommen, wenn er mal Zeit hat, der Verrückte. Der versucht ja jetzt seine 11. Klasse wieder zu wiederholen, aber er schlägt sich echt gut. Er macht Hausaufgaben. Das ist wirklich schon was. Nein, Spaß. Das ist jetzt auch wieder nicht das Thema. Ich versuche halt, wie gesagt, jetzt so ein bisschen mehr Videos zu machen vielleicht. Aber ich möchte jetzt keine schlundigen, dreckigen, vernubigten Videos hochladen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, wie gesagt, ich möchte unbedingt auch was Cooles hochladen. Und wenn irgendwas schlecht ist, oder wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt sie mir wirklich, da bin ich wirklich immer froh. Und das Lustige ist auch, wenn ich ein Video gerade gemacht habe und das auf YouTube hochgeladen habe, dann lade ich das erstmal auf nicht gelistet hoch und schicke das erstmal meiner halben Skype-Liste, meiner ganzen Freunde in Skype und gebe denen halt den Link und sag, hier, schau mal das Video an, ist das so okay, verbabbel ich mich da irgendwo, kann ich das so lassen? Und die sagen im Grunde, ja, das ist okay, vielleicht hier in der Beschreibung schreib das noch dazu oder den Titel, änder den mal. Aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, habe ich jetzt zum 10.000. Mal schon gesagt, wie gesagt, ich möchte halt nicht irgendwas Sinnloses machen, was einfach nur dazu dient, Klicks zu bekommen oder so ein Zeug, worauf ich jetzt nicht angewiesen bin, denke ich mal. Ich bekomme immer relativ gute Klicks, worüber ich auch dankbar bin und möchte euch an dieser Stelle auch mal danken, dass so viele Leute meine Videos anschauen, das ist wirklich beeindruckend. Ich hätte niemals gedacht, als ich angefangen habe, dass ich mal irgendwann mal so verdammt groß werde. Also was heißt so verdammt groß? Ich meine, die Szene in YouTube von S4 ist ja relativ klein und 4000 Abonnenten, jetzt komme ich so langsam an die 5000 Abonnenten, das ist ja wirklich eine riesige Zahl im Vergleich zu anderen. Ich meine, es gibt ja auch noch so andere Kommentatoren wie zum Beispiel, ja, ich will jetzt keine Namen sagen, aber die machen zum Beispiel auch andere Spiele wie Call of Duty, Battlefield und ich erlebe es in letzter Zeit ziemlich oft, dass Leute in YouTube anfangen mit irgendwelchen Videos, zum Beispiel von S4, ganz normal. Und halt, S4 hat jetzt nicht so das große Zuschauerpotenzial wie andere, sag ich mal. Und weil es halt nicht so viele Leute spielen wie die in Call of Duty oder Battlefield, wie auch immer, das ist ja egal. Und diese Leute, die merken das dann halt nach einer Zeit und sind vielleicht auch nicht so berühmt,
Und dann satteln die um. Also das heißt, die versuchen dann irgendwie andere Videos zu machen über andere Spiele oder so. Und das wollte ich dann auch vielleicht vermeiden. Ich meine, ich glaube, Arashi hat das mal gesagt, dass die Grenze von Abonnenten ist, die man erreichen könnte, nur durch S4-Videos wäre 7, 8.000, maximal 9.000 Videos. Abonnenten, was sage ich da schon wieder? Und es ist doch eine relativ kleine Zahl im Vergleich zu anderen, die über 200.000 Abonnenten haben oder so. Und einige haben mir auch schon gesagt, Donne, tu doch mal irgendwie andere Gameplays oder so hochladen, und ich möchte das eigentlich verhindern. Ich möchte ein reiner S4-Kanal sein, dass, wenn irgendwelche Leute mich abonnieren und das ein neues Video rauskommt, dass sie sicher se sein können, dass das nur wegen S4 zu tun hat. Und wie gesagt, ich bin ja durch S4 auch berühmt geworden, relativ ein bisschen berühmt, dass ich erster Rang war. Das wo war womöglich auch der Grund, aber ich bin ja auch kein schlechter Spieler, sagen wir es mal so. Und es gibt ja auch immer wieder Höhen und Tiefen, aber das ist ja egal. Es geht jetzt einfach mal um die Arbeit, die ich hier mache, und einige Leute haben gemeint, Donne, mach mehr Videos, sattel um, geh, mach Call of Duty und so. Ich meine, Call of Duty könnte ich jetzt auch Gameplays machen, also ich würde jetzt nicht jeden Tag irgendeine Moab machen. Was sag ich, eine Moab? Ja, eine Moab oder eine Atombombe, wie auch immer. Aber das liegt einfach mir jetzt zurzeit nicht, und ich sehe auch kein Bedürfnis jetzt irgendwie das zu machen. Ich denke mal, ihr seid alle zufrieden, und die Kommentare, die ich immer ganz gerne lese, die geben mir auch ein bisschen Ansporn. Ansporn, ja. Und ich versuche dann auch immer das Beste rauszumachen, und wie gesagt, die Vorschläge nehme ich immer dankend entgegen. Bei mir geht es immer ein bisschen schleppend voran, aber ich versuche jetzt in der nächsten Zeit das mal ein bisschen voranzubringen, besser gesagt, als mehr Videos vielleicht. Ja, ich glaube, alle 3, 4 Tage lade ich ja ein Video hoch. Vielleicht auch mal alle 5 Tage. Aber ich versuche das jetzt mal ein bisschen anzuziehen. Und was wollte ich denn noch schnell sagen? Nächste Sekunde. Kommen wir mal zu dem Gameplaychen, was wir hier schön im Hintergrund laufen haben. Ja, ich spiele hier wieder mit AP. Oder Premium besser gesagt, und mein Auto-Aim, wie gesagt, im ganz normaler Aim ist dem Auto-Aim wirklich überlegen. Also wenn man Aim hat, dann hat ein Auto-Aimer überhaupt keine Chance. Aber die Spark Forceback, ja, die macht recht guten Schaden gegen die Pen-Leute. Aber mit der spiele ich auch nur so zum Spaß. Also ich benutze die kaum. Ich benutze die vielleicht ein, zwei Mal in der Woche oder im Monat. Und dann ist auch gut, weil die meiner Meinung nach ein bisschen zu stark ist auf dem Nahkampf, auf der mittleren Nahkampfentfernung. Und ja, ich glaube, mein Endscore ist, lasst mich nicht lügen, irgendwas mit 60 zu 3. Und wir haben hier auch einen schönen Healer. Jetzt machen wir Spawncampen, haben alles abgeriegelt. Und da hinten kommt der Typ durch, aber den hole ich mir. Was wollte ich denn noch schnell sagen, was ich loswerden wollte? Was kommt denn bald? Ich versuche mal eine, oder besser gesagt, ich lasse es mal abstimmen jetzt. Ob ich eine Twitter-Seite machen soll, will, weil manche Leute haben mich angeschrieben und haben gesagt, Donne, in Facebook, das ist immer ein bisschen problematisch für mich. Kannst du nicht mal eine Twitter-Seite aufmachen? Und wie gesagt, da frage ich jetzt euch erstmal, und ob ihr das überhaupt, ob das so ein großer Bedarf dafür ist. Weil ich versuche dann irgendwie auch immer da was reinzuschreiben. Und ja, der Apo, der macht es ja in Facebook bei mir gerade zur Zeit, spammt euch da ein bisschen voll. Und er schreibt auch immer unter seine Kommentare, die von ihm kommen, immer Apo, nochmal. Ich sag's nochmal, lieben gern, immer wieder. Er schreibt unter seine Kommentare immer Apo, oder ich bitte ihn darum, besser gesagt, es zu machen. Auf jeden Fall mache ich dieses Wochenende, also das nächste Wochenende, was jetzt kommt, mache ich wieder so eine Open Lobby, kann man es fast nennen. Also, da müsst ihr einfach mal auf meiner Facebook-Seite rumschnuppern. Am Wochenende, so, ich denke mal, lasst mich überlegen, am Samstag könnte ich das machen. Am Samstag mache ich dann, poste ich halt die Raumnamen, und da kann man dann halt, nee, was sag ich denn jetzt schon wieder? Ich wollte einen Raum ja aufmachen. Nee, das müssen wir verschieben. Wie gesagt, mein Account ist ja noch gesperrt und da kann ich jetzt keinen Raum aufmachen. Was sag ich da schon wieder?
Naja, sagen wir so mal, wenn ich entbannt bin, dann mache ich am Wochenende hundertprozentig den Raum auf. Am Samstag, da können wir dann zusammen uns battlen und zocken, 1-on-1 machen. Ich denke mal, ich mache einen 6 gegen 6 Raum auf, nicht so wie letztens oder wie immer, so ein 8 gegen Raum, 8 gegen 8 Raum, weil da wird es ein bisschen, da hat man nicht so eine große Map-Auswahl und ich denke mal, wenn die Leute 3-4 Runden mit mir gespielt haben, dann verabschiede ich mich höflich von denen und ich lade mal dann neue ein, weil da ist der Ansturm immer schon ein bisschen heftig. Naja, ich versuche jetzt auch mal in den nächsten Tagen mal zu versuchen, live zu streamen. Also, ich weiß noch nicht, ob ich das be hinbekomme. Also, Shusaki hilft mir da ein bisschen, aber mein PC von der Leistung her, der schafft es. Natürlich nicht in der besten Qualität, die man überhaupt haben kann, aber ich denke mal, da lässt sich bestimmt was finden. Im Grunde ist jetzt auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Ein bisschen durcheinander, ein bisschen verwürfelt, aber ich denke mal, ihr seid es gewohnt von mir, ihr kommt auch darauf auch klar und ihr könnt einfach mal eure eigene Meinung schreiben, mir ein Feedback geben, was ihr davon hält. Ja, ich verquatsch mich jetzt schon wieder, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, dann würde ich mal sagen, euer Donne, mehr AP als Skill, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.